Die Engel freuen sich, die Gläubigen auf der Erde zu treffen. Und so fragen sie um Erlaubnis, in dieser Nacht herabzukommen. Und Allah erlaubt es ihnen und sie grüßen jeden Gläubigen in dieser Nacht mit Salam. Du hast diese Armee von Engeln oben im Himmel und sie haben diesen Wunsch. Sie möchten einmal jetzt hier auf die Erde und sie möchten jedem Gläubigen Salam sagen. Und das ist die eine Nacht, wo sie alle, die kommen zu Allah und sagen, bitte dürfen wir herab. Und Allah sagt, okay, in dieser Nacht könnt ihr alle runtergehen. In dieser Nacht könnt ihr alle runtergehen. Einige sagen sogar das, was im nächsten Vers gesagt wird. Salamun hier, sie ist Frieden, dass sich das auf den Salam, den Friedensgruß der Engel, bezieht. Und man muss sich dieses Panorama einmal vorstellen. In dieser Nacht, Laylatul Qadr, was das für eine Nacht ist. Das ist ja nicht Science Fiction. Wenn man diesen Schleier von dem Verborgenen, wenn man ihn wegnehmen könnte und wir könnten das einmal sehen, das ist eine Nacht, wo du schauen wirst, überall wirst du nur Engel sehen. Allah hat so unermesslich viele Engel und sie kommen in dieser Nacht herab. Und sie wollen die Gläubigen begrüßen. Und du würdest nur Engel sehen. Alles ist hier voller Engel. In dieser einen Nacht, die Allah subhanahu wa ta'ala um Erlaubnis gefragt haben, damit sie nach hierhin kommen. Engel haben normalerweise so viele Aufgaben. Die stehen ja nicht einfach nur irgendwo rum. Allah hat sie ja mit Aufgaben betraut. Aber in dieser Nacht haben sie frei. Sie nehmen quasi Urlaub von den Engelaufgaben, wenn man das einmal so formulieren wollte. Sie sagen Allah, okay, wir lassen das jetzt alles stehen. Allah kann ja das Universum auch so verwalten. Er braucht ja die Engel nicht. Diese Nacht wollen wir das nicht machen. Nicht, wollen wir nicht, so nicht. Wir bitten um Erlaubnis. Lass uns diese anderen Aufgaben, mach das selber. Lass uns einmal auf die Erde gehen und die Gläubigen begrüßen. Das ist in dieser Nacht. Kennt ihr das, wenn ihr, wie man selber so den Wunsch hat, meinetwegen, du hast irgendeinen Star, den du bejubelst und du möchtest ihm einmal die Hand schütteln. Ich weiß noch, früher, als ich noch kein Muslim war oder in der Anfangszeit irgendwelche Rap-Stars und was ich damals gehört habe. Ich war einmal auf einem Konzert von Ice-T, war das, glaube ich. Und der lief so an mir vorbei. Oh, die lachen schon, die kennen den. Kennt man den heute immer noch? Es ist lange, lange, lange her. Das war nicht gestern, also sehr lange her. Aber ich war auf einem Konzert von ihm mit Ice-T und mit anderen. Und ich stand in einer der vorderen Reihen. Und ich war so fürchterlich neidisch auf einen Freund von mir. Ice-T lief an uns vorbei und er hat ihn berühren können und ich nicht. Katastrophe damals. Junge, du hast Ice-T berührt und ich nicht. Aber diese Idee halt, ne, da ist dein Star und du kannst ihm die Hand schütteln und ihn begrüßen. Wow, wow. Aber jetzt stellt euch vor, wisst ihr, wer die Stars für die Engel in dieser Nacht sind? Das sind wir. Wir sind die Stars, denen sie die Hand schütteln wollen.